so wie Roxy und zeigt ihnen einfach, ihr findet die beiden toll, ihr findet es toll, dass sie ein bisschen in der Aufnahme dabei sein wollen und zeigt ihnen einfach mal, dass wir es registriert haben. Hat das jetzt zu bösartig geklungen? Nö, nö, niemals. Okay. Also, wie gesagt, und Weißt du, jeder. Mobbing? Mobbing ist eigentlich ganz gut, ne? Ich meine, 9 von 10 Kindern finden Mobbing im Durchschnitt gut, oder? Ich denke, sie verstehen, ja gut, aber die etwa 99% dieser Kinder verstehen unter Mobbing Moby Dick. Also von daher würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass es auch die intelligentesten sind, die da antworten. Also, ach so, die ist tot schon, die kann ich schon looten. Ah, ist das die letzte mit dem Gift? Bitte gib mir Gift, bitte gib mir. Juhu, ich hab Gift. So, was. Oh, jetzt müssen noch mehr Viecher kennen. Und die Moskitos auch gleich. Oh! Kannst du auch Weißloot stellen, dann dürftest du die ganzen TQ-Items, die ich hier loote, auch bekommen. Och, die TQs mache ich immer offscreen mit irgendwelchen anderen Billig-TQs. Also, die mache ich eh nie oft, also fast nie vor der Kamera. Das ist egal. Die mache ich hier sowieso nicht, die TQs. Ganz sicher nicht. Ich habe hier eine TQ, die macht. Das ist das mit dem Schlamm. Aber die mache ich halt immer. Die mache ich keine andere im Normalfall. Ich mache ja auch eh immer 10 Levels höher TQs. Also, das heißt, wenn ihr jetzt beim Priester mit dem Leon seid, jetzt wahrscheinlich weniger. Weil das dann doch ein bisschen arg ist, wenn ich da plötzlich mit 2 Levels mehr anfange. So, Leute, das immer wieder. Warum hat der jetzt plötzlich 2 Levels mehr? Weißt du, also kommt natürlich auch Scheiße, weißt du. Aber normalerweise, wenn ich sie mache, dann 10 Levels höher im Hefner. Außer ich habe natürlich keinen Bock hier 100, weil Wachhund kann man jetzt auch nicht mehr machen. Die kann man, glaube ich, auch nur noch bis 10 farmen. Auf jeden Fall sind sie gebunden. Das heißt, ich mache dann meistens so, ich fahre mir dann einfach ein bisschen Wachhundfleisch zusammen und gebe die dann ab, weil es geht auch. Da machst du halt ein bisschen hin und her, es geht halt auf den Sack, aber was willst du machen? Das mache ich jetzt lieber mit TQs, weil ich da eine stinkfaule Sau bin, wenn man es so haben will. Ach, scheiße, ich stehe doch im Skype offline. Warum sieht man da jetzt plötzlich irgendwelche Aufpopper? Oh, der ist online, der ist online. Ay. Gott, heute kriegen so viele Fame, das ist unglaublich. Also, heute ist ein richtiger Fame-Part. Die werden jetzt alle weltbekannt, wenn noch, weltberühmt, wenn noch nicht allgemein bekannt. Also Wahnsinn. Und die Ja, wer Fettsäcke. weiß, wenn du in einem Jahr irgendwie so ein 100K-YouTuber bist oder so, Das wäre ja auch was, oder? und die Leute dann alle deine alten Videos anschauen. Ja, genau. Und dann plötzlich. Warum kriege ich Oh, lauter Nachrichten? armer Staffel. Armer Staff, arme Roxy. Der Aufruf war noch da. Ja, also dieser Aufruf ist sowieso zeitlos, also ihr, egal wann ihr es schaut. Genau, auf jeden Fall macht es egal, wann ihr das schaut, auf jeden Fall zeigt ihnen, dass wir sie alle lieb haben. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig, gell? Auf jeden Fall. So, 3 Rhinoceros doch. Ich muss ja sagen, ich habe ja auch unserem Stalker schon gesagt, was er sich besorgen muss, wenn der Online-Modus erstmal 100% funktioniert. Weißt du noch was? Monster Hunter 4. Ach so, stimmt. Sobald der 100% stabil läuft, holst du dir das Spiel und zockst es mit mir. Hast du noch ein Let's Play daraus, oder was? Würde ich zwar gerne machen, aber um ein 3DS aufzunehmen, müsste ich mir einen modifizierten 3DS für 300 bis 400 € holen. Da kannst du dann nicht irgendwie so eine Capture-Karte oder sowas holen? Wie willst du das an den 3DS anschließen? Ja, keine Ahnung, gibt's da sicher was? Andere Ist, schaffen es ja, auch. eben, aber da gibt's halt die Teile, die sind eben sauteuer. So, was brauchen wir jetzt noch? Wir brauchen noch Herbs, Mushrooms, Hippogriff Teeth und Mestro Brown Bear Claws. Okay. Ne, Bier, nicht Bear. Ne, doch Bear. Ne, was ist Bier oder Bear? Ja, Bier kannst du trinken. The Beer, Englisch, Englisch. Ne, wie sagt er das Das immer? spielst du schon auf dem englischen Client und Ne, ich komme immer durcheinander, aber Beard sagst du ja auch, der Beard, der Bart. Da müsste dann. eigentlich auch Beer sein. Also Bier Der sein, Bär. nicht Bierstein. Also der Bär ist Bär. Bear, gell? Ja. Also dann passt es doch. Ja, ich bin da manchmal etwas pingelig. Deswegen, ich muss das wissen, sonst fühle ich mich schlecht. Und dann falle ich in Depressionen, weil ich es nicht weiß. Und dann bin ich traurig. Ah, da sind sie doch, die Viecher. Die haben mich damals immer richtig aufgeregt. Warum? Als ich hier ohne Equip gequestet habe, haben die ziemlich viel Schaden rausgehauen. Findest, also wenn ich da immer mit, also mit Equip heißt jetzt halt nur mit dem Standard Quest Equip mache, dann ist das irgendwie pff, nicht groß, aber Ja.
Ach, er hat schon gemetzelt. Er schnäckselt gerade die ganzen Hippogriffen. Soll mir recht sein, dann kann ich einfach looten gehen, kann einfach diese Herbs und Mushrooms sammeln für den komischen Typen, weil der seine Pilze mal gern reinzieht. So, ich glaube, deswegen will er, dass ich einen Pilze hole. Der macht so. Ah, oh, Pilze. Ich glaube, so macht er etwa. Ich kann mir das gut vorstellen, Ed. Dieser Stammeshäuptling sieht doch eher aus wie so ein Drogi. Ich meine, wir nennen seinen Stamm schon Leona-Stamm. Das muss ein Drogi sein. Oder würdest du deinen Stamm Leona-Stamm nennen? Das sind Naturheilkräuter. Ach so, Naturheilkräuter. Das sagen manche auch über Marihuana. Das ist ein Naturheilkraut. Das Einzige, wo ich es akzeptieren würde, wäre, wenn einer wirklich daraus Säcke machen würde. Aber das gibt's nun mal nicht mehr, also glaube ich es nicht. Warum haben Sie dieses Marihuana? Ich möchte doch nur Säcke aus draus machen, Hanfsäcke. Das glaube ich Ihnen aufs Wort. Sie dürfen weitergehen. Also nein. Nein. Genau so. Ich frage mich, ob es wirklich Polizisten gibt, die so dämlich wären und das auch noch glauben würden. Ja, wer weiß. Ich glaube, ich fordere es nicht heraus, nicht, dass sie morgen an meiner Tür klopfen. Ich würde das nicht machen. Und da seht ihr wieder Stardust Warrior 33 berührt sogar die Herzen der unserer Polizei. Also es ist unglaublich. Es ist echt so unglaublich, wie viel Scheiße ich gerade rede. Es ist einfach nur noch zu heftig. So, jetzt brauchen wir nur noch Bears. Bearclaws. Nee, es ist echt Drama. Also was ich um solche Uhrzeit noch für Scheiße rede, das ist echt die Härte eigentlich. Aber gut, gehört dazu. Manche scheinen es zu mögen, sonst würden sie meine Videos nicht angucken. Deswegen hauen wir jetzt mal ein paar Bears kaputt. Ja, in Wirklichkeit bin ich das die ganze Zeit, meinen ganzen 100 YouTube-Accounts. Ja, genau. Ich finde die so gut, dass ich sie mit jedem Account einmal angucken muss. Genau. 10 mal hintereinander. Nee, ist alle, außer ein Kanal. Das ist die Gameforge. Weißt du warum? Okay, das ist der letzte. Die guckt, ob ich auch ja brav alles lieb mache und die mir nicht auf die Finger datschen müsstet. Sage, das soll aber nicht, mein Freund. So, ab zurück in den Leona-Stamm. Hast schon alles fertig? Fast. Das andere kann ich im Leona-Stamm selber abgeben, sehe ich gerade. Diese Säbelzahntiger hier? Nö, noch nicht. Das kommt erst noch. Ah. Aber ich denke, nachdem wir das alles abgegeben haben, ist dann auch Schluss für heute. Ja, wir haben 10 vor 11. Ich glaube, das reicht dann auch. Wir haben dann wieder viel geredet, viel Interessantes, viel Blödsinn. Ich glaube, das reicht dann für heute. Und ich glaube, die Videodatei ist eh wieder groß über Shadowplay. Ich denke mal, wenn es jetzt wieder so einen Mini-Cut-Part gibt, dann tue ich den jetzt ranhängen und tue es nochmal rendern. Das wird mir sonst zu blöd einfach. Ja. Lass ich es über Sony Vegas einfach nochmal rendern, dann ist das gut. So, dann wollen wir mal ein bisschen abgeben gehen. Wir können ja nämlich verdammt viel abgeben, das ist ja das. Deswegen gucken wir einfach mal. Okay, du hast auch keine Quests mehr, das finde ich schön. Bin ich dir dankbar. Denn ich hätte jetzt keinen Bock mehr auf noch mehr Quests. Das können wir. Ah, du hast noch mal eine. Aber das machen wir heute nicht mehr. Du musst leider bis morgen warten mit deinem Zeug. Das geben wir dir. Das andere. Die anderen beiden musst du leider auch bis morgen oder wann auch immer warten. Tut mir leid, Herr NPC. Sie dürfen. Nee, Herr Delilo. Ihre Quest kann ich jetzt noch nicht erfüllen, so leid es mir tut. Ach, das blöde Lied habe ich mir jetzt noch gar nicht vorange. Ich renne extra hin, dann vergesse ich's. Weil angeschrieben wird. Ah. Hat das eine spezielle Dings? Nö. Hat das eine spezielle Dings? Nö. Tschüss. Wobei ich das eh fail finde. Alle haben so irgendeinen Namen hier. Nymphlaor und was weiß ich. Ja, und ja. Da einfach Lyon-Süde-Bewohner. Lyon-Süde-Krieger. Guck mal. Vielleicht heißen sie auch so. Die sind so scheiße, dass sie noch nicht mal mehr einen eigenen Dings haben. Einen eigenen Namen. Das sind alles Zwillingsbrüder und so. Weißt du? Zwillinge. Oh. Haben die nur Nummern hinten dran? Resident Number One! Yes. Resident Number Two! Yes. Sie haben auch alle dieselbe ID. Oh nein, es sind Klone. Oh mein Gott! Das ist nicht mehr Runes of Magic, das ist Clone of Magic! Lass mich hier raus! Ich hab dafür nicht angemeldet! So etwa? Genau. Ich bekomme langsam Angst vor dem Spiel, weißt du das? Sie schauen dich alle an. Oh verdammt, und dann ist die Gameforge keine Spielefabrik, sondern eine Klonfabrik. Hat Stil. Gameforge, müsst ihr mir mal zeigen, ich muss mich für die Arbeit klonen. Brauche ich halt einen zweiten Laptop, aber ist ja wurscht, wenn es weiter nichts ist. So, haben wir alles abgegeben, haben wir alles erledigt. Ja, das haben wir.
Oder? Ja, tun wir einfach so, dann gehen wir jetzt zurück ins Häfnerlager mit Freuden, dass ich noch so ein paar Sachen dann auch noch wieder einpacken kann. Jetzt gucken wir nochmal schnell, ob wir auch nichts haben, dass ich jetzt hier in Ruhe die Robe und alles einpacken kann, dass ich keine Angst haben muss, dass ich die irgendwie wegwerfe oder sowas. Darauf hätte ich nämlich überhaupt keinen Bock, ehrlich gesagt. Aus, was für ein Sperren. Ja, Es lohnt sich bei solchen Teilen noch richtig. extrem, ey. Oh, ich habe das Teil 3 Tage getragen. Jetzt muss ich es entsperren, um es wegwerfen zu können. Yay! Also, nee. Nee, nee, nee. Das machen wir nicht. So, meine Freunde, dann sind wir hier auch schon am Ende dieser Parts. Ich denke mal, wir werden hier 2, 3 Parts jetzt wieder Oh, ich hab zusammen haben. Crit. Bye, bye. Aber ich sehe gerade übrigens, ich habe sogar noch den Chaos 2-Hand-Stab-Skin, gell? Der dürfte eigentlich auch noch was wert sein. Ja, also der Zweihand-Axt-Skin ist im AH, glaube ich, für 20, 30 Millionen. Ach du Scheiße. Auf weiß. Ja, bei mir ist es so, ich habe noch den 2-Hand-Stab-Skin auf noch einem weißen Teil halt, ist klar. Krass. Geht ja Stell das mit. Ding für 50 Millionen rein. Muss ich mal nachher ausprobieren, ob das jemand kauft. Irgendwie habe ich das Gefühl, es gibt wirklich Leute, die das kaufen würden. Ja. Aber jetzt verkaufen wir erstmal den ganzen restlichen Quark, den wir hier nicht brauchen. Also ich habe jetzt gestern auch alles, was ich noch rumliegen hatte, auf allen möglichen Chars einfach verkaufen können. Ich habe es dann über den Glaube gemacht, aber es haben sich immer Leute gemeldet, komischerweise. Okay. Finde ich jetzt nicht schlecht. Ja. Stellen wir es einfach mal rein. Also, dann seht ihr schon, Zwangsstab. Ich gebe ihn zwar nur ungern her, weil ich ihn immer sehr gern getragen habe. Aber was nicht geht, geht halt nicht. Haben wir jetzt gerade. Oh, ich hoffe, ich habe jetzt noch irgendwas, ein Aggregator oder sowas rumliegen. Weil ich da gerade nichts habe. Lol. Ich sage jetzt nur lol, weißt du warum? Was, dann schicke ich da an. Das passt, das passt, das passt, weißt du warum? Wie viel kostet ein Aggregator? Ja, 6. Ehrlich, jetzt ein St Ja, normaler? normaler, oder? Ich guck mal Weil nicht gerade bei hier. 6. Also wenn das 6 Dings sind, dann habe ich Arsch, dann habe ich gefehlt, aber ich glaube, der Ja, soll es noch. sind 6. Okay, dann musst du mir wohl doch einen schicken, weil ich habe nämlich noch genau 3 Diamanten. Jetzt wird man Plus in der Gruppe machen. Für einen Punkt. Wo haben wir es? Plus, Punkt, Doppelpunkt. Ja, dann halt nicht. Nee, das ist mir zu aggressiv, dein Verhalten. Jetzt kriegst du keins, oder? Oh, danke schön. Komm, dann nehmen wir da. Oh, ich habe was für 10.000 verkauft. Cool. So, dann nehmen wir den mit Dank. Und dann machen wir das nämlich. Weil ich muss den noch draufpacken. Ich sehe nämlich gerade, dass der noch auf was anderem ist. Sondern, weil den habe ich gerade hier rumliegen. Da machen wir es hier drauf. Marys Stab in Unterdura ist noch nicht gebunden. Also ist ja scheißegal, wo der drauf ist. Hauptsache, der Skin ist drauf. Oder warte, hast du es schon drauf getan? Ja. Passt doch. So, und dann müssen wir jetzt gucken, für wie viel machen wir den rein? 50? Ja, mach mal 50. Ach komm, probieren wir es einfach mal. Vielleicht kauft es ja jemand. Oder ich schau grad mal, für wie viel der andere drin ist. Ja, genau, gucken wir mal. Der Zweihandstabskin, also das ist natürlich nochmal ein anderer. Ah ne, für 18 Millionen war der, ist die Zweihandachse drin, aber Ja, gut, aber der Zweihandstab ist nur Stab einer schon. drin oder so. Na, guck mal einfach, vielleicht kauft es ja jemand. Ja. Was haben wir hier? Grün ist Stab in Grad 10. Hose und Stachel in plus 16 Grad 8. In Unterdura für 70 Millionen. Ja, warum nicht, ne? Eine Saiyafistklaue kriege ich auf plus 16 und Udura ohne Grad billiger. Ah, gut. Aber das soll jetzt nicht meine Sache sein. Wir beenden es damit, dass hier endlich jetzt mal um ist und wir jetzt endlich mal in Ruhe meinen Tee trinken kann. Hört sich doof an, ist aber so. So, dann ab ins Haus. Dann würde ich sagen, danke dir, dass du heute dabei warst. Ja, gerne. Wirst wahrscheinlich eh wieder ein paar Mal dabei sein. Ich kenn's. Oder werden Ja, wir denke wieder ich auch. irgendwelches Zeug reden. Ich kenne uns ja mittlerweile in dem Punkt so gut. Und ich würde sagen, ich hoffe natürlich, ihr hattet auch Spaß. Das ist natürlich ganz klar. Ich meine, ihr müsst ja Spaß haben, sonst guckt ihr ja die Videos nicht. Und das ist dann ein bisschen blöd für mich, wenn ihr sie nicht guckt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Stardust Warrior 33. Und der Typ, der nicht Der mitgemacht Stalker hat. auch. Genau. Er hat das Outro verkackt. Doch, Mann. Ich verkacke in einem Video mein Intro, er Also verkackt hier sein Outro. Aber gut, das. ich dachte, du meldest mich ab. Okay, und damit melde ich den Stardust Stalker ab und der Stardust sagt auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.